Hallöchen Leute, ich begrüße euch erneut zu Assassin's Creed Origins. Wir sind unterwegs mit Bayek hier in Memphis und nach einem etwas, ja, kurzen, längeren Päuschen, wie auch immer man das interpretiert, geht es nun weiter mit dieser Nebenquest hier, bei der wir, ja, letztes Mal, wo ich halt sehr, sehr gut nicht gerallt habe, was ich da genau zu tun habe. Oh, und hier bin ich in den geschlossenen Raum gelaufen, schnell wieder raus. Und Bayek atmet sehr schwer. Nein, Leute, das bin nicht ich, das ist Bayek. Deswegen mache ich mal bei mir den Sound ein bisschen leiser. Ja, und es gab ein kleines Päuschen über die Weihnachtstage. Ich hoffe, ihr hattet frohe, besinnliche Tage. Und nun geht es weiter. Bald geht es ja auch nochmal ins neue Jahr. So, wie kommt man hier am besten runter? Oh, ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt rüberkomme. Bitte aufhören zu singen, sonst kommt die GEMA und klopft hier an. Okay, ganz kurz. Ich bin jetzt nicht wirklich weitergekommen mit dem Problem. Ja gut, von der Spielwelt besiegt. Oder auch nicht. Bei den Göttern. Bist du betrunken? Ja, ein bisschen. Nee, Quatsch, sind wir natürlich nicht. Wir halten jetzt weiter Ausschau mit Zeno. Na, komm. So, aber ich hoffe, ich kriege das Ganze jetzt zeitlich wieder hin, täglich Sachen abzuliefern. Ansonsten... hier mal ein paar Leute wecken. Auch immer gut. Ja, hier gibt es doch sicher überall Gegner, oder? Aha, oder auch nicht. Diese Tunnel hat der Seher erwähnt. Ich bin auf dem richtigen Weg. Okay. Auf geht's. Oh, es sind ein paar Leute hier. Aufpassen. Hier stimmt was nicht. Ich decke dich, nichts. Bruder. Ich werde mich... Hey, was? Friss das, du Ratte! Wow, sehr gut gezielt. Helf mir mal hier drüben! Hier schlag ich dich fort! Ich erschieß ihn! Na, komm her. Bin in Reichweite! Ich hab freie Schussbahn! Autsch! Tschüss. So, der wollte uns noch einen Pfeil geben am Ende. Das weiß ich zu würdigen. Boah, eine schwere Keule. Wow.
Okay. Ich habe heute ein bisschen was an den Grafikeinstellungen umgestellt. Ach, das ist Wasser. Oh, ah, okay, gut. Habe ich gar nicht so mitbekommen. Ich habe heute ein bisschen was an den Grafikeinstellungen geändert. Nehme ich jetzt jegliches Gameplay mit der Elgato auf. Mit der HD 60 Pro allerdings. Die 4K 60 ist leider... Naja. Ja, der kann hoffentlich weitergehen. Ja, die 4K 60 ist leider... Naja, nicht mehr hundertprozentig funktionstüchtig. Okay, also ich hoffe, dass es hier irgendwie, dass ich da nicht irgendwie nochmal zurückgehen muss. Ja, auf jeden Fall, ich nehme das Ganze jetzt mit der HD 60 Pro auf und es gibt eine Möglichkeit, quasi die Auflösung hochzuskalieren. Ich hoffe, dass es bei 60 Bildern pro Sekunde bleibt im Gameplay. Denn ich habe eine Auflösungsskalierung genommen von, ich glaube, 160%. Heißt, im Prinzip hat man so ein bisschen so ein, hier nicht Downsampling oder Downsizing, sondern, ihr wisst was ich meine. Du hast zwar ein Full-HD-Bild, aber du hast so ein Bild in eigentlich höherer Auflösung, was runtergerendert wird dann zu Full-HD. Okay, ich hoffe mal, dass es der richtige Weg ist. Ha, Sackgasse. Oder? Nee, tatsächlich sogar nicht, aber... Okay, diese Tunnel kommen mir echt komisch vor. Weißt du, warum komme ich hier wieder raus? Irgendwie finde ich die Nebenquests sehr, sehr seltsam. Ja, auf jeden Fall kann diese Auflösungsskalierung das Bild natürlich schärfer machen in Full HD. Die HD 60 Pro lässt ja nur Full HD Bilder durch. Okay, gut, dieser Tunnel hat mir überhaupt nichts gebracht, aber gut. Wow. Ja, und damit hast du quasi simuliert ein 1440p-Bild oder so. Weil je nachdem, was für eine Auflösung du hast. Also je nachdem, wie du hochskalierst. Allerdings... Aus dem Weg! Hast du... Ich habe sie nie angefasst, du Nekatiadet. Die sagt, das hast du. Nennst du meine Frau eine Lügnerin? Nennst du mich eine Lügnerin? Ja, Lügnerin und Ehebrecherin. Schweig still. Ich könnte sagen, dass ich laufen kann, aber das wäre gelogen. Lass deinen Stolz beiseite. Ich trage dich. Okay, kann ich sie jetzt irgendwo ablegen oder müssen wir noch weiter weg? Ich kann dir leider nichts als meine Dankbarkeit anbieten. Ich hole mir meine Belohnung woanders. Der Seher schickt dir dieses Amulett. Seine Vision verrieten ihm, dass du Schutz brauchst. Warum sollte ich diesen Tinef haben wollen? Nimm es einfach, damit wir hier fertig werden. Sicher. Wahrscheinlich freut es Mutter, wenn ich es trage. Okay, sehr cool. Jetzt nochmal zu dem einen Punkt, wo ich ursprünglich schon hingegangen war. Mal sehen, ob wir jetzt unmittelbar mitbekommen, was da Sache ist. Geku!
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, du kannst zwar ein schöneres Bild dadurch erreichen, aber die Performance kann darunter leiden. Deswegen gerne auch mal kurzes Feedback. Falls die Aufnahme hier ein bisschen stottern sollte oder so, teilt mir das dann einfach mal mit. Ja, da kann ich nämlich die Einstellung nochmal ein bisschen anpassen, aber ich wollte es jetzt auf das Schönste machen. Wobei ich auch darauf geachtet habe, klar über 60 Bilder pro Sekunde noch zu haben, weil ich wollte da keine Framedrops während der Aufnahme haben. Ich bin, glaube ich, bei durchschnittlich 70, 80 Bildern pro Sekunde. Absolut keine Lust auf einen Kampf mit dem Typen. Okay, gut, der ist jetzt mittlerweile weg. Ja, und, was jetzt? Erkundungsgebiet, aber... Okay, ich laufe nochmal hier durch. So, ganz kurz auf die Minimap gucken. Sieht gut aus, ja. Wirkt so, als wäre ich hier noch nicht auf dem falschen Pfad. Einfacher Spaten. Das war die schwere Keule, alles klar. Also Kriegsbogen kann ruhig weg. Ein Raubtierbogen. Aha, der ist sogar selten. Aber der macht im Schleichmodus mehr Schaden. Okay, gut, hier waren die Dudes. Bin ich hier mal weitergelaufen? Wahrscheinlich, ne? Ja, ich glaube, hier kam ich zum Wasser. Wow. Warum kann ich die nicht anvisieren? Okay, so geht's auch. Wow! Den hier kann ich nicht mehr retten. Ihr Göttlichen, umkreist ihn. Möge das Amulett sein K beschützen. Das waren alle drei Amulette. Nun kann ich zurück zu dem Seher. Okay, gut. Ja, hier musste man einfach mal ein bisschen suchen. Es ist uns im zweiten Anlauf gelungen. Oh, ich find's immer so unangenehm hier. Ja, eine Schnellreise nach Memphis. Sehr schön. Ich finde es so unangenehm, immer so im Untergrund zu sein, im Wasser und so weiter und so fort. Das ist echt immer sehr, sehr bescheiden. Werter Seher. Hast du die Amulette verteilt? Ja. Eins kam jedoch zu spät für seinen Empfänger. Welches? Das des Abenteurers. Er starb einsam an einem Schlangenbiss. Das ist traurig. Aber ich betrachte deine Schuld als beglichen. Ein heiliges Eiland liegt tiefer in der Umarmung von Mutter Nil. Bring mich dorthin. Und ich werde den Schleier lüften, der deine Albträume verhüllt. Nun, Erlöser, sag mir, was du gesehen hast. Ich sah das, was seit nunmehr einem Jahr jede Nacht hinter meinen Augen schlummerte. Alles beginnt mit einem Sandsturm. Ich stehe auf und gehe durch einen Ruinengang in die Halle der vollständigen Wahrheit. Dort legt mein Zwilling ein schwarzes Steinherz auf die Waagschale der Ma'at. Und dann schlägt die göttliche Schlange zu. Apophis, größer als ein Berg, größer als die Vernunft.
Wow. Ach so, ein Krokodil. Ich will den Dialog weiterhören. Oh Gott. Ich habe nur gestoppt, um den Dialog zu hören, aber dann fahren wir weiter. Worüber sprachen wir? Ein Bogen aus Licht erscheint in meinen Händen. Ich kämpfe gegen die Schlange und siege. Aber ich will. Oh. So, komm her, Kumpel. Ich will den Dialog zu Ende hören. Der soll mir endlich sagen, was Sache ist. Erlöser, willst du von dem Fluch, der deinen Schlaf befallen hat, befreit werden? Es gibt einen Ritus, der ihn auf ewig aus deinem Verstand tilgt. Ja, dann tu es. Gehe unter das Wasser südlich von hier und hole die Statue des Chnum aus dem versunkenen Tempel des Ramses. Mit dem Ebenbild des großen Töpfers kann der Ritus vollzogen werden. Alles klar. Okay, da sind aber noch ein paar Krokodile. Insofern heißt es nicht einfach nur rüberschwimmen und tauchen. Das wäre ein bisschen blöd, wenn man das so machen würde. So, kann ich hier auch rückwärts irgendwie fahren? Na, auf geht's, Bike. Ein bisschen flotter. Versunkener Tempel des Ramses. Okay, ich probiere es einfach mal. Eines der Krokodile ruht sich im Moment zumindest mal aus. Wow. Die Statue. Ich werde sie dem Seher bringen. Aha. Und damit sei dieser Ort beendet. Und wie geil motiviert hier ein Krug entlang schwimmt. Auf geht's, Krug. Mach alle fertig, die böse sind. Ganz kurz. Wir haben hier im Nahkampf zwei Sachen bekommen. Ein Kupferschwert und das motivierende Duett. Ja, beide mal zerlegt. Neues können wir aber noch nicht bauen. 74 Holz haben wir mittlerweile. Das ist eine Menge Holz. Pelz bräuchten wir ein wenig für eine Hilfsmitteltasche oder für einen Brustschutz. Mehr hartes und weiches Leder. Das wäre definitiv etwas, was ich gerne in Angriff nehmen würde. Hier ein bisschen Eisen und ein bisschen weiches Leder. Pelz bräuchte man eventuell für die maximale Pfeilmenge. Eisen und hartes Leder. Aber gut, erfüllen wir erstmal die Quests. Aber ich hätte echt gern gewusst, was er noch zusätzlich zu diesem Fluch oder zu den Albträumen zu sagen hat. Insofern ein bisschen... Was ist denn jetzt passiert? Nur weil ich an Land damit gefahren bin? Okay. Hier ist die Statue. Chnum, Schöpfer der Kinder.
Er wird an deiner Stelle gegen Apophis kämpfen. Der Ritus braucht deine Willensstärke. Sitze an meiner Seite und meditiere, während ich zu den Göttern spreche. Wachse, o Licht! Tritt hervor, o Licht! Erhebe dich, o Licht! O Licht! Du, der du ohne es bist, tritt hervor, o... Ach so, stimmt, das war eine Fähigkeit, ne? Ja. Der Seher ist fort. Wie kam er von der Insel? Eine gute Frage. Wie kommen wir von der Insel? Auch eine gute Frage. Was ist denn da hinten bitte los? Was war das denn gerade? Ist dies noch die Realität oder ist das eine Traumwelt? Man weiß es nicht. Oh Gott, der Fremde ist da. Ganz woanders sollten wir auf jeden Fall erstmal weitermachen. Erstes Blut. Riten für Anubis, eine Rebellenallianz. Na, alles Sachen, die man gerne mal anpacken könnte. Nur sind wir leveltechnisch so eingeschränkt, dass es vielleicht ganz gut wäre, vielleicht den Eisernen Widder oder so mal anzugreifen. Das wäre mal eine Möglichkeit. Oder hier mal in die Region zu gehen. Wen haben wir hier? Halbes Horn, okay, gut. Gegen den sollte ich definitiv nicht kämpfen. Vereinigung. Erneut eine Nebenquest. Aha, Protest ist mal was, was wir durchaus hier erledigen könnten. Tisch mit Informationen. Ja gut, Wasserratten wäre halt echt so eine Sache, die könnte ich jederzeit machen. Das ist eine Quest für ganz am Anfang am Spiel. Hätte ich da vielleicht mal erledigen sollen, weil jetzt schleppen wir die einfach immer mit, und, mit uns mit. Okay, ich würde sagen... Ah, okay, die Festung, die unterscheidet sich im Symbol schon so ein bisschen. Die hat drei Speere oder Speerspitzen, die man da sieht. Was natürlich immer hilfreich ist, woran ich aber nicht so wirklich denke, ist die Schnellreisepunkte freizuschalten. Dadurch kriegst du nicht nur Erfahrungspunkte, du kriegst natürlich auch... ich setze mir mal hier einen Punkt gerade hin und reiß mal hierhin schnell hin. Du kriegst auch einen Schnellreisepunkt, womit du dich schneller durch die Welt bewegen kannst. Und ja, die könnte man... Die Schnellreise könnte man ignorieren als Feature. Aber ich sag's mal so, ich bin jemand, der sie sehr, sehr gerne nutzt. Oh. Ja, Moment, wir reiten einfach mal straight dahin. Geht das nicht? Doch, mit Sicherheit geht es. Oh Gott. Wow. Ja, über Umwegen irgendwie schon, ne? Das ist auch so ein Punkt, der mich in Skyrim damals mega aufgeregt hatte. Ich hatte mir irgendwann ein Pferd beschaffen wollen. Hab das dann auch hinbekommen. Und den meisten Open-World-Spielen, vor allem Open-World-Rollenspielen, die halt wirklich hunderte Stunden einen... Zeit einnehmen können. Ich habe es ja versucht, da irgendwie mich in die Welt reinzuspielen, aber das Problem war einfach, auch mit dem Pferd, du kannst da, also da steht, glaube ich, mitten auf der Map irgendwo ein Berg. Ich glaube, ein bisschen nördlich von Flusswald oder so. Und ich konnte nicht richtig quasi, also, ich sag mal so, ich wäre wahrscheinlich zu Fuß schneller gewesen, geradeaus durchzustapfen. Ja, einfach Luftlinie über den Berg zu gehen
als mit dem Pferd drumherum zu reiten. Und dadurch kam mir das Pferd so ein bisschen sinnlos vor, so ein bisschen nutzlos, wo ich mir dachte, ja okay, ich könnte das jetzt natürlich schon weiter irgendwie nutzen. Aber du nutzt es ja nur, damit du schneller vorankommst. Und wenn ich zu Pferd genauso schnell bin wie zu Fuß, warum sollte ich dann noch mit dem Pferd dahin reiten? Also kann ich ja eigentlich direkt zu Fuß weitergehen. Brauche mich dann auch nicht zu kümmern um ein Pferd, ob ich das irgendwo mal verliere oder so. Ist ja alles perfekt da. Und ich finde deswegen ist immer sehr wichtig, dass die Welt möglichst wenige Unwegsamkeiten hat. Und mag es deswegen auch, wenn man, zum Beispiel Need for Speed Payback, ja. Da kommst du an einigen Orten, von einigen Orten zu anderen, kommst du halt wirklich so gut wie gar nicht durch. Es sei denn, du fährst dann einen riesen Umweg, der eigentlich total unsinnig ist. Ja, also da musst du teilweise 5 Minuten fahren, obwohl der Wegpunkt, 5 Minuten ist vielleicht übertrieben, aber 2 Minuten, 3 Minuten musst du fahren, obwohl, was ist denn hier los? Ich fordere dich heraus. Ahava, du bist so eine Hosenscheiße. Das ist die ultimative Mutprobe. Traust du dich, den Münzbeutel eines Banditen der hungrigen Großen zu stehlen und ihn hierher zu bringen? Ibi. Oh je. 3 Pfeile mitten auf denselben Fleck. Beim Dartspielen hätte da jemand 180 bekommen. Ja, aber allein dadurch, dass du irgendwie einen Punkt hast, der 3-4 Zentimeter entfernt liegt, um davor den Punkt davor nochmal aufzugreifen. Aber du musst halt an sich, keine Ahnung, 2-3 Minuten Zeit nutzen, um 2-3 Zentimeter auf der Karte weiterzufahren. Das nervt halt irgendwie. Und deswegen finde ich es schön, wenn die Karte so gestaltet ist und auch die Welt. Auch wenn es ein bisschen komisch klingt, aber wenn sie zwar ein bisschen hügelig ist von mir aus, sie soll ja durchaus Profil haben, aber trotzdem relativ blass ist oder ich sag mal wenige Höhenunterschiede hat oder wenige zu starke Höhenunterschiede. Oh, damit haben wir 3 geschafft. Hä, was ist denn jetzt los? Was ist denn deren Problem, bitte? Leute, ich bin auf der Jagd, keine Sorge. Aber ich muss auch sagen, sogar in Full HD sieht das Spiel echt ziemlich klasse aus. Oh oh, hallo? Ich muss bei Krokodilen immer an Sir Crocodile denken. Bei One Piece. Die gute alte Zeit, wo man bei RTL 2 Anime geschaut hat, nach der Schule. Und ich muss auch sagen, ich würde One Piece durchaus mal eine Chance geben wieder. Es gibt ja so viele Fans draußen, die das richtig, richtig abfeiern. Wenn es nicht so übermäßig lang wäre. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der mittlerweile vielleicht auch Fans stört, dass das halt so ultimativ lang geht. Wo man durchaus mal sagen kann, jetzt könntet ihr auch mal einen Schlussstrich ziehen. Also für die Leute, die das noch nie gesehen haben, ist es ein Spoiler für die Leute, die One Piece hin und wieder mal gesehen haben. Ihr werdet sicher wissen, was ich jetzt sage. Spätestens, wenn man gegen Enel kämpft. Das ist, soweit habe ich etwa geguckt, das ist diese Gottesstadt, Wolkenstadt, überm Himmel oder im Himmel und, der wird da ja auch als Gott kategorisiert. Und da denke ich mir, okay, ich verstehe zwar diesen Punkt, dass du sagen willst, okay, der hat den Status eines Gottes, aber
das klingt für mich so ein bisschen nach, okay, du hast jetzt, sagen wir mal, 80% der Reise schon gesehen. So viel krasser kann es nicht werden, wenn jemand ein Gott ist oder einen Götterstatus hat. Dann ist es meist halt schwer, diesen nochmal zu toppen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Leute bei One Piece das halt immer und immer und immer wieder gern toppen wollen. Aber ja, der Anime, der kommt halt sehr gut an. Die Hürde allerdings, den zu gucken, ist unfassbar groß, wenn du halt genau weißt, okay, ich müsste dafür 1000 Folgen oder so schauen. Und 1000 Folgen. Oh, kämpfen da gerade Krokodile gegen. Oh, sowas habe ich ja gern, ne? Wenn verschiedene Wildtiere gegeneinander kämpfen. Ich schaue da immer unheimlich gerne zu. Manchmal greife ich da auch überhaupt nicht ein, aber hier in der Situation denke ich mir jetzt, hey, warum nicht? Können wir schön viel Leder abgreifen. Ja, und in unserem aktuellen Zustand brauchen wir das nun mal. Ich nehme mir ein paar Federn für Timehoteps Ritual. Jawohl, das war schon mal richtig. Zenu jagt auch mit. Finde ich immer super. Vielleicht schaffen wir heute schon Level 26. Ja, immer schon einen Schritt weiter denken, ne? Okay, hier haben wir uns alle Wildtiere geschnappt, die es in unmittelbarer Nähe gibt. Jetzt können wir aber zu Protest gehen. Das ist die nächste Nebenquest, die uns hier erwartet. Und ich kann mal ganz kurz bei der Ausrüstung schauen. Da gibt es das eine oder andere, was wir noch zerlegen können. Oh, und wir haben schon direkt einen Raubtierbogen, der noch mehr Schaden hier verteilen kann. Ich nehme mal den Jagdbogen wieder in unsere aktive Ausrüstung. Ja, und den Raubtierbogen, den ersetze ich jetzt mal. Okay, das ist irgendwie ein anderer Bogen, oder? Warum mache ich denn keinen, warum verschieße ich keine Feuerpfeile? Ganz kurz. So, Timehoteps Lied. Was brauchen wir denn da noch alles für? Eine Flamingo-Zunge. Na gut, ich werde Ausschau nach Flamingos halten. Hm.
Was auch immer er sagt, ich gebe ihm recht. Verzeih, Neb. Ich kann heute keine Streitwagen verkaufen. Bitte verzeih mir. Für einen Moment dachte ich, du trägst das Zeichen der Magi, der alten Beschützer. Das tue ich. Und bin ich. Was quält dich, Nibet? Mein Herz ist gebrochen. Mein bester Freund und Ehemann Eriks wurde ermordet. Was ist passiert? Er war bekannt für seine Arbeit. Ein Soldat kam und befahl ihm, Kriegsstreitwagen für den Pharao zu bauen, und er nahm den Auftrag gerne an. Aber als der Soldat zurückkam, wollte er ihm nur die Hälfte des vereinbarten Preises zahlen. Eriks weigerte sich, da streckte der Soldat ihn nieder und nahm den Wagen. Wenn du wirklich ein Magi bist, verhilfst du mir zu meinem Recht? Finde den Soldaten und zerstöre den Streitwagen, damit er nicht das Andenken an meinen Mann beschmutzt. Das kann ich für dich tun. An wen auch immer, es gab einen tragischen Unfall am Holzlager direkt an der Küste. Nefermat und seine Arbeiter wurden von einer Gruppe ansässiger Nilpferde abgeschlachtet. Wer auch immer uns diese aufgeblasenen Wasserschweine vom Leibe schaffen kann, darf sich an allen zurückgelassenen Wertsachen bedienen. Seid gewarnt, es ist nichts für schwache Mägen. Haben wir das nicht schon gemacht? Okay, ganz kurz. Die Quests verfolgen wir auf jeden Fall mal nach. Ich mache heute eine etwas längere Folge. Ich peile immer so eine halbe Stunde etwa an, aber... heute können wir mal ruhig in die 40-Minuten-Region gehen. Okay, ein Außenposten für eine Mission mit Stufe 13. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Könnte süß werden. Hey! Ich schlitze dich auf! Ach, ich muss hier gar nicht theoretisch in den Außenposten, sondern... ich könnte auch ohne den Außenposten weitermachen. Ja, kurz mal durchatmen, aber... tut mir leid, Kommandant. Dieser hat der Hauptmann den Wagner getötet. Seine Arbeit war meisterhaft. Oh, das wäre jetzt zu super, wenn man zwei hintereinander erwischen könnte, ne? Wir sind im Vorteil. Hey! Verschafft mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Was? Du kommst hier nicht vorbei! Der Adler hat den Verstand verloren! Hey, was? Das war's! Stirb! Hey! Ich sammle die Truppe! Hey, was? Du kannst nicht fliehen! Stirb, du Wurm! Bin in Reichweite! Ich hab das Ziel in Sicht! Ein schwerer Schuss! Ich spreng! Ich kann ihn treffen! Gemeinsam! Okay, da ruft jemand Verstärkung. Das habe ich ein bisschen befürchtet. Aber ich wusste nicht genau, wo das Feuer ist. Ich schlitze dich auf! Ja, und so krass kann die Verstärkung, glaube ich, eher nicht sein. Hilfe! Ich brauche Ihre Hilfe! Ja, die brauchst du.
Hey! Okay, wird irgendwie vorgegeben, wie ich den Streitwagen zu zerstören habe, oder soll ich den einfach nur mit irgendwas anzünden? Mal ganz kurz, ich habe doch sicher... Wo ist mein Pfeil und Bogen mit Feuerschaden? Brennen bei Treffer, okay. Ja, oder ich nehme hier einfach die Ausrüstung. Hilfsmittel Brandbombe. Was? Hey! Hey, wer war das? Oh, das ist manchmal so unfassbar geil. Vor allem, wenn man denkt, okay, ich habe verschossen und dann trifft man ihn doch noch voll im Kopf. Auf den Kopf, an den Kopf. An den Kopf, um den Kopf, in den Kopf. Wieder ein Kohlenstoffkristall. Was? Komm jetzt raus! Was? Was? Hey, was? Du kannst nicht fliehen! Na schade, hier hätte ich ihn gern mit dem allerersten Schuss nochmal erledigt. Du kommst hier nicht vorbei! Oh, ja, wo kommt ihr noch alle her? Du kannst nicht fliehen! Hier drüben. Hat hier jemand ein Feuerlöch? Achso, das Feuer muss ich wahrscheinlich ausmachen, ne? Leute, Fehlalarm! Hat jemand Feuerlöcher? Ja, komm, also jetzt ist das ist schon zerstört jetzt. Es ist getan. Ein Opfer zu Ehren des Wagners, der ermordet wurde. Sprich mit Europa. Ja, gehen wir jetzt politische Beziehungen ein, oder wie? Stufe 26 ist auf jeden Fall erreicht. Wie viele Punkte haben wir denn? Wir gucken mal ganz kurz auf die Skillpunkte gleich. Unten steht da noch nichts. Amuns Klinge sieht sehr schön aus. So, Schild. Holzschild können wir zerlegen. Das Holzschild gibt nur Bronze raus. Alles klar. Was ist denn das denn bitte jetzt? Nehmen wir Bayeks Montur wieder. Okay, keine Ahnung, was diese zwei Symbole bedeuten. Hey, was? Stirb, du Sau! Oh, ja. Ja. So, auch mal kurz geplündert. Immerhin ein Schild. Kann ich auch direkt nochmal zerlegen. Obsidianbogen. Kann ich verkaufen. Ja gut, den Wüstenbegleiter. Den Bürstenbegleiter. Kann ich auch verkaufen. So, 3 Fähigkeitspunkte habe ich hier. Adrenalin 2. Oder Nahkampfbeute. Das ist halt sehr entspannt, ne, diese Nahkampfbeute. Da muss man nicht die ganze Zeit was einsammeln. Höchstleistungskettenwurf. Ist eigentlich eine sehr gute Sache. Ich entscheide mich mal dafür. Ehrenvoller Magi, was hast du zu berichten? Ich habe den Wagen zerstört, den Eryx gebaut hat. Und der von dem Hauptmann aus Antilla gestohlen wurde. Die Ehre deines Mannes wurde bewahrt. Jawohl. Sehr schön. Ja, Leute, und damit sind wir auch ziemlich weit wieder fortgeschritten bei Level 26. Bald sind wir wieder stark genug für die Hauptquest. Und bis es soweit ist, schon mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Beim nächsten Mal geht's weiter bei Assassin's Creed Origins. Seid dabei und haut rein.
Tschüss.